Nein, nicht die Pflanze. Die Tierweitsicht dürfte ruhig ein bisschen größer sein. Ne? Das ist immer ein bisschen... Ich brauche jetzt nicht unbedingt Pflanzen bis zum Horizont, aber da Tiere ja doch wichtig sind irgendwo. Und man die aber nur irgendwie im Umkreis von 12 Metern überhaupt sieht. Habe ich so viel Platz in meinem Inventar? Verrückt. Das könnte ich jetzt zerballern und würde dann ganz gut Platin bekommen, aber da mache ich mir immer keine Freunde damit. Du bist sowas, okay. Du bist dieses riesen Hirschteil. Das ist schon ganz schön groß. Das ist schon ganz schön ein großer Junge. Hier oben noch ein Tech gefunden. Bereits bekannt. Schade. Hallo, zurück. Achso. Ich will immer mit Escape dann aus diesen Menüs raus. So ein PC-Ding, dass man das immer versucht. Da sind noch Sprachen. Es sieht eigentlich auch nach einem Planeten aus, wo es Vögel geben könnte. Die Augen offen halten. Habe ich auch schon, ne? Du bist so eins von den Anfangs... Ja, von den Anfangsviechern. Ich war jetzt mal im Zooladen, um mir, wieder Futter zu holen für die Geckos, ein paar Grillen zu kaufen. Und... Da habe ich einen Chinchilla gesehen. Ich habe ja schon so ein bisschen geliebäugelt mit einem Chinchilla. Und die sind so flauschig. Ich wüsste bloß nie wohin. Leider. Ich habe ja leider auch nie so die Riesenwohnung. Aber die sind so flauschig. Ich habe nie so die Riesenwohnung. Ich könnte denen jetzt wahrscheinlich nie genug Auslauf bieten. Die haben ja doch ein relativ... großen Bedarf nach Auslauf. Deswegen wird's wohl gerade. Ich könnte da schon noch, wo mein Terrarium jetzt ist und daneben und so, ich könnte da schon noch aufbauen oder sowas, aber oder anbauen oder irgendwas halt. Das Terrarium, wo die Geckos drin sind, oben drüber oder noch daneben oder irgendwas, die brauchen noch zum Klettern. Das würde schon gehen, aber ich weiß nicht. Kann man mit den Gedanken spielen, aber erstmal noch nie. So. Ich suche immer noch Viehzeug. Zweimal Nummer 4 zum Mitnehmen, bitte. Da ist auf jeden Fall ein Punkt im Himmel gewesen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür. Okay. Interessante Grasbugs. Stört mich jetzt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Da ist ein Punkt im Himmel. Oder der ist da ganz hinten am... Nee, ist nicht. Punkte im Himmel sind eigentlich immer ganz gute Zeichen dafür, dass es Vögel sind. Selten kann irgendwie ein Büffel Laute im Himmel hinterlassen. Dich schon? Nee, dich habe ich auch noch nie anscheinend. Oder? Neue Spezies. Yay! Und jetzt nur noch die im Himmel. Dann haben wir hier alle. Komm, sag mir, dass ich recht habe.
spawnen irgendwo ein paar Vögel. Kann natürlich sein, ich habe Vögel schon gescannt, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Das ist eine Fahne. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ein Gut. Da ist aber, da ist ein Punkt im Himmel, würde ich sagen. Ich meine damit nicht mein Fadenkreuz. Vielleicht auch nie. Doch, da. Habe ich noch Platz für Chrysolith? Nee, ne? Jetzt habe ich wieder Platz. Das nehme ich doch immer so gern mit, das blaue Zeug. Das werden wir dann direkt bei der Raumstation verticken, aber... Habe ich dich schon? Sieht mir auch noch so neu aus. Ah ne, gehört bereits zu irgendeiner Spezies. Nur eine andere Form davon. Was bist du? Bist du radikal oder sowas? Ne, unterwürfig. Alles gut. Bisher sind die fiesen Tiere eigentlich immer nur kleine Tiere gewesen. Raumschiff. Bestimmt meine Vögel gerade geschreddert. Meine imaginären Vögel. Der Punkt im Himmel ist weg. Nee, da ist er. PlayStation habe ich bestimmt mal eine halbe Stunde lang irgendwie versucht, einen Vogel zu scannen. Ist echt schwierig. Irgendwie. Vielleicht kein Glück. Strahlung. Nicht. Doch, da. Ich glaube, die habe ich schon, ne? Verdammt, oder? Mach das mal auf der PlayStation mit dem Analogstick. Yay, alle Dinger gefunden. Nice. Mal hochladen schnell. Und das auch noch einlösen. Nice. ...13.000 für die Einzeltiere und dann nochmal 175.000 für den ganzen Planeten, also für... ...dafür, dass wir es abgeschlossen haben. Naturforscher, alle Spezies auf... ...eins Planeten entdeckt. Auf eins Planeten. Daraus könnte ein... ...Facebook-Witz entstehen. Naja. Ja. Aber wir haben alles und jetzt können wir den Planeten getrost auch mal verlassen. Mal in die Raumstation, das ganze Chrysolith vertickern. Und... Oh, ich hab ganz vergessen, wie schön das hier aussieht. So mit diesen rosa Schwaden, aber... Oh. Ja, ja, Schatz. Aber trotzdem mal Sterne zu sehen im Firmament. Skidusch! Oh, ich hab gleich keinen Saft mehr im Antrieb. War nicht so schlimm.
Formium. Nein. Da rein. Da rein. Ne, da rein. Utsch. Hallo. Kennen wir den hier schon? Ich glaube nie, ne? Ist ja gar niemand. Normalerweise sind doch hier immer welche. Ha. Verwirrend. Willkommen in der Vorratsmatrix des galaktischen Marktes. Verticken, verticken. Ich habe auch einen Haufen Nickel. Kann auch weg. Nickel weg, dann das komische ganze Zeug weg. Dann, naja, Chrysolith bringt nicht ganz so viel, aber immerhin. Weg damit. Gold weg, Kupfer weg, Lemmium weg. Chrysolith noch weg. Nice. Iridium hebe ich mal auf. Gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gute Verkaufsrunde. Kriegen wir gleich noch Achievement. Wartet's ab. Da. Da ist es. Reisemeilenstein erreicht, und zwar 777, 18 verdient. 777, 18. Gucken wir mal kurz sein Schiff an. Es hat irgendwie, es sieht zwar komisch aus, aber es hat irgendwie, hat irgendwas von der Farbgebung her. Hi, Toto, Angestellter. Werkfreund, handeln. Ja, ist schon fast das ganze Gespräch. Zeig mal dein Dings hierher. 1,9 Millionen, hat 24 Plätze. So viel Kohlen haben wir leider nie. So viel Kohlen haben wir leider nie. Von der Form her mag ich meins sowieso mehr, aber... Naja. So, schauen wir uns mal einen anderen Planeten hier im System an. Ich guck mal kurz, wenn wir hier gerade dabei sind, ins Inventar. Bisschen das und das könnte ich mal aufpäppeln. Und im Exosuit müsste man eigentlich fast leer sein. Titan kann ich rüber seppen. Zink nehme ich mal mit. Da wir das ja auch brauchen und unseren Anzug und so. Auf den waren wir schon. Ich hatte gedacht, es waren 5 Planetensystem. Den waren wir schon. What? Blimblam, blimblam, da hinten war bestimmt noch nicht. Ja. Fliegt mal ein Stück mit Boost, um vielleicht irgendwas Interessantes hier in der Gegend zu finden. Interessant meine ich eigentlich hauptsächlich so eine Asteroiden hier. Aber mal anschießen und gucken, was drin ist. Nickel, Nickel nehme ich eigentlich ganz gerne mal. Bratz, bratz, bratz. Nickel ist eigentlich, kann man mitnehmen, kann man verkaufen. So, Formium wollte ich noch aufladen. Notfallsignal entdeckt. Würden. Und wie viel? Vor allen Dingen. Oh, habe ich gerade vorbeigescrollt. Ich habe oben auf das Radar geguckt. Sind anscheinend 2 oder 3. Naja. Oh, es sind doch mehr, oder? Als 2 oder 3.
Weiß nicht, ob ich mich da einmischen will. Schwierig. Flieg mal gucken. Das ist mir zu weit weg. Ihr macht das schon. Guys. Toshobaratibran. Da geht's jetzt also hin. Habe ich Thaumium ganz gut aufgeladen? Ja. Plutonium müssen wir mal uns wieder einsacken. Ich hoffe, da gibt's welche, sonst haben wir ein Problem. Denn hier ist auch nochmal viel drin. Anzug ist Platz. Sehr schön. Schiffsscanner benutzen, ja, machen wir doch gerne. Da kriegen wir irgendeinen Ort. Verlassen das Gebäude. Na, dann schauen wir doch mal, was auf Toshobaratibran los ist. Das verlassene Gebäude ist anscheinend nicht dort, sondern irgendwo anders. Können wir dann nochmal gucken. Geht die Sonne hier jetzt unter oder geht sie auf? Und warum sieht der Planet schon wieder so tot aus? Tot und gelb. Garantiert nicht so gesund, auf dem Planeten rumzulaufen, mal wieder. Ich halte vor allen Dingen interessante fächerartige Bäume. Ich halte vor allen Dingen mal ganz kurz Ausschau nach ein bisschen Plutonium. Damit wir uns da auf jeden Fall gleich ein bisschen was aufsacken können, sonst... Oh, das war... Na gut, jetzt müssen wir hier landen. Schwelend, entspannt, durchschnittlich und gewöhnlich. Okay. Bereits bekannt. Ein bisschen warm, aber 30 Grad, dass dann das Hitzeschild abnimmt, so eine Lusche. Aber es gibt scheinbar Tiere. Au. Ich mag diesen Schuss. Es gibt Tiere. Hier sind Tiere. Ich will jetzt hier nicht alles scannen, ne? Keine Sorge. Ich will nur das, was wir sowieso sehen, auch mitnehmen. Wäre blöd, wenn nicht. Und ich brauche Plutonium. Ist doch gar nicht so warm. Warum das Hitzeschild abnimmt bei 33 Grad? Ich hab doch auch hier auf der Erde kein Hitzeschild im Sommer. Ohne Muschi. Plutonium. Sehr, sehr fein. Oh, das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Oh, das sieht gut aus. Mit diesem türkisfarbenen Himmel und der dann so ins gelb übergeht. Sag ja, verdammtes Spiel. Jeder Bildschirm ist ein Screenshot wert.